Heute sprechen wir über die 5 Lehrertypen und wie du mit ihnen umgehst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich dachte mir, wir machen heute mal ein bisschen was anderes, was trotzdem sehr vieles gleich bleibt, nur es ist vielleicht auch ein bisschen lustiger und anschaulicher. Und zwar habe ich mir mal überlegt, was sind denn für mich so 5 klassische Lehrertypen und wie sollte man mit ihnen umgehen? Weil man kann sagen, was man will, klar sollten sie objektiv bewerten, aber verschiedene Verhaltensweisen helfen einfach extrem gut. Und es geht gar nicht darum, dass du schleimst, es geht einfach nur darum, dass du dich so entsprechend verhältst, wie es eben bei den verschiedenen Personen Sinn macht. Ich meine, du gehst ja mit deiner Mom auch anders um als mit, keine Ahnung, deinen Kumpels in der Schule so. Wisst ihr, was ich meine? Und wie ihr das schafft, erkläre ich euch jetzt. Erstens, der junge Motivierte. Das sind die Leute, die erst so, die sind erst in den ersten 5 Jahren ihres richtigen Lehrerseins. Die kommen immer richtig motiviert in die Stunde rein, immer frisch, sind immer pünktlich, nutzen auch immer die 45 Minuten voll aus, machen nie irgendwie groß irgendwie was anderes, sondern sind einfach richtig fokussiert, sind dahinter, kontrollieren die Hausaufgaben, sind aber cool, also sind nicht streng, sondern einfach nur extrem engagiert. Und bei diesem Typ von Lehrer solltest du unbedingt diese Motivation mitnehmen. Sei da niemand, von der dann hinten drin ist, oh, wie kann man so motiviert sein? Lass dich davon beflügeln. Genieß auch die wirklich konkrete Auseinandersetzung, weil bei so einem Lehrer kannst du alle Fragen stellen, weiß super Bescheid, hat sich gerade frisch auf die Stunden alles vorbereitet. Nutz das wirklich, weil es ist eine perfekte Vorbereitung, auch später fürs Abitur. Das musst du unbedingt mitnehmen. Es gibt nur eine einzige Sache, die du bei diesem Lehrertyp unbedingt beachten sollst. Beziehungsweise davor noch kurz eine andere Sache. Du überzeugst da vor allem mit, nicht nur mit Leistung, sondern wirklich mit Engagement. Wenn du zeigst, du bist dabei, dann hilft dir der Lehrer, egal ob du mega schlecht bist oder extrem gut. Sei einfach nur möglichst viel dabei und spiegel sozusagen sein hohes Energielevel. Jetzt nur das, die eine Sache, die du nicht machen darfst. Und zwar rutsch nicht zu sehr in dieses, yo, wir sind doch Kumpels, weil wir sind ja fast gleich alt. Denn dieser Lehrertyp hat im Prinzip alles, ja, meistens charismatisch, kommt super mit den Schülern zurecht, ist super in seinem Gebiet, das heißt, alles top bei ihm, alles top. Es gibt nur eine einzige Sache, mit der er Probleme hat, und zwar mit Autorität. Sprich, er will, dass die Schüler möglichst viel lernen, fühlt sich auch noch ein bisschen wie ein Schüler oder kann sich mit denen sehr gut auf eine Ebene auch stellen, muss nur unbedingt aufpassen, dass er die Autorität nicht verliert. Und wenn du dann immer so ein, ich geh mal aufs Klo. Lass sowas. Natürlich soll es mit ihm cool sein, aber mach das nicht zu krass, weil sonst muss er eben genau alles, was ihn sonst auszeichnet, dass er so zuvorkommt ist, dass er so nett ist, dass er auch mal einen Spaß macht. Muss er alles einschränken, um nicht Gefahr zu laufen, seine Autorität komplett zu verlieren. Deswegen achte da auf jeden Fall darauf. Zweitens, die alte Fastrentnerin. An dieser Stelle auch, es ist natürlich alles nur eine Kategorisierung, deswegen nie hundertprozentig korrekt und soll auch gar keine Vorurteile beinhalten, also tut es ja gewissermaßen, aber wie gesagt, das ist nicht persönlich gemeint, sondern es ist einfach nur eine Sache, die ich aus meiner eigenen Wahrnehmung so ein bisschen mitnehmen konnte und die ihr sicherlich auch teilt. Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr diese Lehrertypen auch kennt und vor allem noch viel wichtiger, schreibt noch mal bitte noch weitere Lehrertypen, die euch einfallen, in die Kommentare. Jetzt geht es aber eben weitens mit zweiter der alten Fastrentnerin. Sie kennzeichnet sich zum einen natürlich durch ihr hohes Alter aus, geht meistens in den nächsten 3, 4, 5 Jahren in die Rente, wenn nicht schon nächstes Jahr, ist so quasi genau das Gegenteil zum ersten Typ und sie kommt oft mal zu spät, macht sehr langsam den Unterricht, redet manchmal gerne viel, lässt gerne auch andere reden, es ist nicht so ein yeah und dann das und dann, sondern sie hat ihre Materialien, macht das schon seit 30 Jahren, so einfach ganz gemächlich. Und bei ihr, oder auch bei ihm, kann ja auch sein, ist es super, gibt es auch 3 wichtige Dinge zu beachten. Erstens, sei unbedingt respektvoll. Weil solche Menschen, denen ist es extrem wichtig, dass gut mit ihnen umgegangen wird und sie kommen auch noch aus einer Zeit, wo eben so charakterliche Eigenschaften, muss man ehrlich so sagen, einfach noch viel wichtiger waren. Das bedeutet, Höflichkeit spielt eine ganz große Rolle, deswegen achte da unbedingt drauf. Zweitens auch, sei zuverlässig. Zuverlässigkeit, Fleiß, sowas sind Werte, die ihr extrem wichtig sind. Und wenn du das aber zum Beispiel auch berücksichtigst, dann ist sie auch sehr leicht zu überzeugen.
Nicht, weil sie dumm ist oder so, sondern einfach, weil du jemand bist, der zeigt, hey, ich habe ein gewisses Rückgrat, ich bin irgendwie, ja, ehrlich und man kann sich auf mich verlassen. Und sowas schätzt so eine, dieser Lehrertyp auch extrem krass. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte hier mehr Punkte zu verdient, dann ist sie von allen Lehrertypen mit am ersten die Person, die sagt, ach, du brauchst doch noch 14 Punkte, na komm, gebe ich es dir mal. So. Und das kannst du aber nur dann machen, wenn du eben wirklich grundsätzlich schon dich davor einfach sehr gut präsentiert hast. Und drittens, das ist jetzt auch nochmal ein extrem entscheidender Punkt, halte sie nicht für dumm. Weil was ganz viele Menschen machen, ist zu denken, oh, die ist schon so alt und die bewegt sich so langsam und so weiter. Die checkt das ja eh nicht, wenn ich jetzt heute mal nicht da bin. Gerade die, das sind meistens die richtig Smarten, weil die haben schon alles erlebt. Die kennen schon alles. Und wenn du denkst, nur weil du seit 12 oder 11 Jahren in dieser Schule bist, bist schlauer als sie, die war schon fünfmal so lange hier, die kennt sich 1000-mal besser aus. Und wenn die dich auf dem Kicker hat, hat sie dich richtig auf dem Kicker. Deswegen verscherzt es dir da nicht, weil gerade Leute, die ein bisschen einen auf cool machen wollen, tendieren da dann immer dazu, sagen, oh yo, lass dich mal verarschen und so weiter. Die checkt es. Oder der checkt es. Und dann, die hat dich. Die hat dich und lässt dich auch nicht mehr raus. Deswegen vorsichtig sein. Drittens, der dominante Experte. Das ist so der Lehrertyp, meistens eher männlich, wie gesagt, alles Vorurteile, aber meistens eher männlich, mittleren Alters, kennt sich in seinem Fach extrem gut aus, redet sehr, sehr viel im Unterricht, also ist extrem, ja, präsent und hat wirklich den gesamten Raum im Griff. Also das ist auch immer der Unterricht, wo fast niemand redet, alle hören zu oder schwätzen zumindest nicht, weil er einfach im Raum der Chef ist. Und bei diesem Lehrertyp ist es so wichtig, dass du erstens selbst Haltung hast. Das bedeutet, dass du nicht nur, weil er mit so unglaublich viel Energie irgendwas sagt oder dich fragt, dass du da nicht sofort bist, ja, nein, einfach Haltung haben und auch mal was sagen, was nicht seiner Meinung entspricht. Nicht konfrontativ, sondern einfach nur, hey, weil er schätzt sowas. Für ihn geht es nicht darum, wer cooler sonst irgendwas ist oder irgendwie Spaß zu haben. Für ihn geht es einfach nur um den ernsthaften Austausch. Das heißt, er schätzt das extrem krass, wenn du sagst, nein, ich sehe das so, dann sagt er, er sieht es so. Und wenn du dem auch standhältst, das ist ihm sehr, 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 sehr wichtig. Zweitens bringt es bei ihm überhaupt nichts, irgendwie nur so halbe Sachen zu machen. Weil er ist jemand, der schätzt Leistung. Er ist einfach jemand, der sagt, hey, wir machen hier das ernst. Ich will, dass ihr gescheit mitmacht. Sprich, versucht da, komm da gar nicht an mit euch, ich habe nur die Hälfte meiner Aufgaben gemacht, weil ich brauche dich. Mach einfach alles konsequent. Wenn er dich aufruft, sollst du einfach deine Sachen da haben, die vernünftig vorstellen, bam, alles top. Drittens, Schleim, bloß nicht. Du brauchst bei dem gar nicht Schleim. Wenn er das nur im ersten Ansatz denkt, du bist raus. Du bist einfach raus, weil du denkst, was soll das? Ihm geht es einfach nur darum, dass du dich sinnvoll mit dem Stoff auseinandersetzt und dann sinnvolle Ergebnisse bringst. Das ist alles, worum es ihm geht. Und wenn du das hast, bist du bei diesem Lehrertyp bestens aufgehoben. Viertens, die unsichere Zicke. Und da auch wieder beim Begriff Zicke können genauso auch Männer sein. Aber sie ist meistens so die Person, ich sage jetzt trotzdem mal sie, weil zumindest bei mir waren es weibliche Personen, aber das hängt ja mit vielen verschiedenen Dingen zusammen. Das bedeutet, bei ihr ist es meistens so, dass sie, wie soll ich sagen, sich in ihrem Stoff gar nicht so gut auskennt, ist meistens auch noch ein bisschen jünger, also hat noch nicht so viel Erfahrung, gibt es aber auch bei höheren Altersstufen. Zweitens ist sie extrem schnell angegriffen, wenn es irgendwie Kritik gibt, weil sie eben so unsicher im Stoff ist. Sie ist nicht so wirklich kompetent und wenn dann irgendwie Nachfragen kommen, ist sie sofort sehr schnell angegriffen. Das waren bei mir auch oft Lehrerinnen, die dann zum Beispiel einfach immer wieder auch im Unterricht geheult haben. Das war vor allem in unteren Klassen noch, weil da die Leute haben einfach so auf ihr rumgehauen, das war halt schon echt auch mies teilweise anzusehen. Aber das ist auf jeden Fall halt eine Konsequenz daraus, weil sie eben drittens auch die Klasse extrem wenig im Griff hat. Also das ist dann oft auch die sich dann zum Beispiel auch nur die 5, 6, 7 Leute, die am nächsten bei ihr sitzen, konzentrieren, weil sie weiß, hey, die in der ersten, zweiten Reihe, die arbeiten mit am besten mit, lass mich nur auf die fokussieren und dritte, vierte Reihe, die lasse ich mal alle machen, weil ich kann sie, habe sie eh nicht im Griff. Und daran erkennst du das im Prinzip. Bei ihr ist es meiner Meinung nach super wichtig, du musst nicht der Allerliebe sein und sie in Schutz nehmen, sonst gar nichts.
Du musst nur, es gehört einfach nur zur netteren Seite. Das heißt, sei niemand, der da irgendwie auf ihr rumreitet. Sei niemand, der sie da irgendwie in größere Bredouillen bringt. Gar nicht. Sei einfach nur nett, respektvoll. Zweitens, unbedingt bei deinen Antworten, wenn du extrem gut bist, pass bei deinen Antworten ein bisschen auf, dass du sie nicht in den Bereich bringst, weil es kann, bei da kann es oft sein, dass man als Schüler besser ist als der Lehrer selbst. Pass auf, dass du sie oder ihn da auch nicht in so eine blöde Situation bringst, wo alle das Gefühl haben, okay, jetzt hat der Schüler mehr Plan als der Lehrer. Da extrem aufpassen. Das heißt, gib gute Antworten, gib gerne auch mal sehr gute Antworten, aber versuch sie nicht zu übertrumpfen, weil sie kann, also natürlich müssen sie dann zum Beispiel 15 oder was weiß ich, was Punkte geben, aber sie kann es aus ihrem eigenen Ego gar nicht heraus, weil sie damit ja sagen müsste, okay, er ist eigentlich besser als ich. Weil sie selbst diese Antwort vielleicht nicht mal verstanden hat. Deswegen lieber einfach nur das wiedergeben, was sie hören möchte. Wenn du dann auch zu den Netten gehörst, sind dir deine extrem guten Punktzahlen auch quasi sicher. Und man, mit ihr kann man auch ganz gut mal noch drüber sprechen. Und drittens, super wichtig, es kann sein, dass der Stoff einfach nicht so gut behandelt wird. Dann ist es einfach entscheidend, dass du dich für dein Abitur auf eine andere Art und Weise vorbereitest. Das heißt, lies das Buch, hol dir von einem anderen Kurs die Unterlagen, einfach, dass du dich da schon mal preparest, weil es kann sein, dass einfach so viele Lücken drin sind oder sie auch deine Fragen gar nicht richtig beantworten kann, einfach weil sie es selbst nicht genau weiß. Fünftens, der etwas eigene Nerd. Der ist natürlich vor allem in den Naturwissenschaften oder vielleicht auch in Informatik und Mathe anzutreffen, wie gesagt, auch wieder nur Vorurteil, aber ich denke schon, dass man das so ein wenig sagen kann. Der etwas eigene Nerd zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich nur in seinem Fach lebt. So, soziale Kompetenzen sind tendenziell eher niedriger und hat auch sonst mit nichts anderem irgendwie in der Schule was zu tun. Also irgendwie Schulveranstaltung interessiert ihn überhaupt nicht. Er kommt einfach nur, um da seiner Wissenschaft nachzugehen und das ist alles, was ihn interessiert. Das bedeutet dann auch für dich gleichzeitig, dass du niemals darauf warten solltest, dass er dir irgendwas erklärt. Weil dieser Lehrertyp hat extreme Verständnisprobleme dabei, dass du Verständnisprobleme hast. Das heißt, er kann nicht verstehen, dass du es nicht verstehst. Sprich, ihr kennt das ja selbst. Du meldest dich, ah, Herr, bla bla bla, könnten Sie mir nochmal erklären? Und dann, Also, weil er so in seinem eigenen Universum ist, er denkt sich, das ist doch die Grundlage des ganzen Lebens. Und deswegen versucht da dich auch gar nicht, weil in dem Moment, wo er merkt, ach, okay, die checkt das halt, checkt halt Physik einfach nicht, der stempelt dich halt auch sofort ab. Und dann stempelst du dich selbst so ab und dann kann es gar nichts mehr werden. Das heißt, versuch möglichst viel da auch immer wieder daheim zu lernen. Versuch es nachzulernen, weil das ist der zweite Punkt. Bei ihm geht es nur um den Stoff. Es geht nur um den Stoff, nur um die Wissenschaft, nur um die Inhalte. Alles andere ist einfach egal. Das bedeutet, auch mit den Themen, die du nach der Stunde sonst bist oder irgendwas mit ihm besprichst, lass einfach in Ruhe mit anderen schulischen Themen oder ganz andere Sachen. Sondern bleib wirklich nur beim Stoff und sei auch im Stoff gut. Wenn du gut mit ihm über den Stoff reden kannst, dann fühlst du dich wohl, hey, der versteht's auch, mega nice. Und wenn nicht, eher schwierig. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Lehrertypen, die euch noch einfallen, auch in die Kommentare. Das würde mich extrem interessieren. Mir hat dieses Video extrem viel Spaß gemacht, weil ich ein bisschen an meine Schulzeit zurückdenken konnte und mir dachte, eigentlich lustig, wie schnell man sich da auch eine Übersicht verschaffen kann. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube immer nicht. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. My dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.